So, moin moin, die Jungs von Simplicissimus haben die Tage über mehrmals versucht, ein und dasselbe Video auf YouTube hochzuladen, aber dieses Video wurde immer wieder von YouTube für den deutschsprachigen Raum gesperrt. Und die Frage ist natürlich, warum? Weil an dem Video war nichts auszusetzen. Das ist geschichtlich korrekt und das ist ein durchaus anständiges Video gewesen. Und genau hierzu habe ich mich mit den beiden Jungs von Simplicissimus unterhalten. So, da sind wir auch schon im Interview. Wir haben hier Simplicissimus, die beiden Jungs, Jonas und David, die diesen Kanal betreiben. Und da ist die Tage doch etwas sehr Interessantes passiert. Sie haben dreimal fast ein und dasselbe Video hochgeladen. Vielleicht wollt ihr etwas darüber sagen. Was ist denn da passiert? Ja, genau. Also das Ding war, wir haben ein Video hochgeladen mit dem Titel Der gute Nazi, wobei wir das A direkt schon durch ein Sternchen ersetzt haben. Und das wurde nach ungefähr einer Stunde dann gesperrt. Da hat es, glaube ich, irgendwie 11.000 Views. Und wir glauben, weil es jemand gemeldet hat. Also da ging es halt um John Rabe, der hat ganz viele Chinesen gerettet im Zweiten Weltkrieg. Und 200.000, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. War im Zweiten chinesisch-japanischen Krieg und darüber hattet ihr ein Video gemacht. Genau, und richtig. Der Titel hört sich ja erstmal komisch an, so irgendwie der gute Nazi oder so, da kann man sich wer weiß was bei denken, aber es ging hier, John Rabe, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen mehr zum Hintergrund von dem Mann erzählen. Ja, genau, und der war halt NSDAP-Mitglied, aber für Siemens unterwegs in Nanjing, also der damaligen Hauptstadt von China, und hat dann dort, als Japan quasi China den Krieg erklärt hat und die Hauptstadt belagert und dann eingenommen hat, ganz viele Chinesen gerettet, also 200.000, manche Quellen sagen sogar 250.000, glaube ich, in so einer Schutzzone gerettet, weil er dann der Leiter dieser Schutzzone quasi wurde und auch unter anderem deshalb, weil er eben Nazi war und dann mit den Japanern kommunizieren konnte, weil er quasi als Parteimitglied und die Japaner als Verbündete der Deutschen damals quasi so ein Mitspracherechte hatte oder zumindest kein Kommunikationsproblem hatte, wie jetzt die Chinesen, die da abgeschlachtet wurden. Und darüber haben wir halt das Video gemacht, also an absolut geschichtlicher Kontext natürlich. Genau, da gab es auch einen Kinofilm drüber. Genau, genau. Und den haben wir, glaube ich, auch kurz erwähnt in dem Video sogar. Also der war, ich glaube, der ist 2009 rausgekommen. Genau, 2009 war das. Genau, das hatten wir kurz im Video erwähnt. Genau. Ja, ja, genau. Und dann wurde das Video gesperrt. Also er hatte damals quasi im Auftrag für die Nazis die Firma Siemens in China vertreten, um das ganz grob zusammenzufassen, hatte dort eine Schutzzone errichtet, indem er in so einem eigenen Bereich da diese Hakenkreuzfahne aufgehängt hatte. Und dort sind dann 200.000 Chinesen oder noch mehr dorthin geflüchtet. Und die Japaner, die hatten dann diesen Bereich nicht bombardiert, weil die dann auch den Eindruck hatten, dass dort die Verbündeten aus Nazi-Deutschland sind. Obwohl in Wahrheit hat er die Chinesen gerettet. Gab es denn da irgendwelche Restriktionen gegen John Rabe? Also inwiefern? Also von den Nazis jetzt. Also hat es da irgendwelche Konsequenzen gegeben? Ja, er war, glaube ich, bis 1938 in Nanjing und wurde dann zurückbeordert, weil quasi Siemens ihn zurück nach Berlin geholt hat. Und in Berlin angekommen hat er dann versucht, auf das Massaker von Nanjing halt aufmerksam zu machen. Also es ging ja über mehrere Wochen, wo die Japaner halt brutal gewütet haben in Nanjing. Und hat auch versucht, tatsächlich bei Adolf Hitler vorzusprechen, um halt Hitler dazu zu bewegen, eventuell die Japaner so ein bisschen von diesen Kriegsverbrechen abzubringen und die so ein bisschen zu milde zu bewegen. Und wurde dafür zeitweise sogar festgenommen von der Gestapo und durfte danach keine öffentlichen Vorträge mehr halten und so. Also er hat auch dann gesprochen öffentlich und, wie gesagt, so versucht, die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, ist aber gescheitert und dann 1950 gebrandmarkt als Nazi nach dem Krieg, verarmt gestorben in Berlin, glaube ich. Obwohl ihn dann die Chinesen, und so hieß ja dann auch ein Folgetitel von euren Reuploads quasi, ihn dann als den deutschen lebenden Buddha bezeichnet hat, dann muss man sich ja mal vorstellen, also, ja, genau. weil er da Gutes getan hatte. So, und jetzt kommen wir zu euren Videos. Also jetzt haben wir kurz zusammengefasst, worum es da eigentlich ging in dem Video. Das hattet ihr auch so vermittelt. Und habt ihr irgendeine Ahnung, was da passiert ist? Ihr habt dreimal, glaube ich, war das, habt ihr quasi das Video immer wieder versucht hochzuladen. Und man konnte das Video ja anschauen, wenn man den Ort
gewechselt hat. Du kannst ja auf YouTube hinschreiben oder definieren, von welchem Ort aus du Videos schaust. Und wenn du dann auf USA gegangen bist, dann konntest du dir das Video anschauen, aber unter dem Hinweis, dass das womöglich irgendwie sensibler Content ist. Wisst ihr denn schon, was passiert ist? Ja, also aktuell wissen wir noch nicht wirklich, was passiert ist. Wir haben das Video halt, wie gesagt, das war, glaube ich, letzten Donnerstag, das erste Mal halt hochgeladen als der gute Nazi. Darauf nachdem es 11.000 Views schon hatte, wurde es dann halt gesperrt, aber auch wirklich nur deutschlandweit. Es wurde dann geschrieben, dass für einige Zielgruppen eventuell ungeeigneter Content ist. Wir wissen jetzt nicht, ob es Hassrede war. Wir vermuten halt, dass daran lag, dass es eventuell irgendwie Hakenkreuze mit im Video gab, die dann gezeigt wurden. Und innerhalb von einer Stunde war das, glaube ich, wurden dann komplett Kommentare und Bewertungen sozusagen ausgeschaltet. Und deutschlandweit gab es dann halt dieses Verbot. Und genau, wir wissen halt bis heute nicht genau, woran es liegt. Wir haben halt Beschwerde eingereicht und es versucht in mehreren anderen Versionen dann nochmal zu re-uploaden mit anderen Titeln. Waren in den anderen Versionen auch die Hakenkreuze dabei oder hattet ihr die da rauszensiert? Ja, genau. Wir haben quasi, weil wir ja nur schätzen konnten und schätzen konnten, woran es jetzt liegt, haben wir erst eine zweite Version gemacht, wo wir den Titel erstmal geändert haben und ein paar von den Kriegsbildern, die eventuell bedenklich sein könnten, rausgenommen haben. Wobei diese Kriegsbilder jetzt auch nicht wirklich Dramatisches waren. Also wir haben schon darauf Acht gegeben, da nichts irgendwie Grafisches zu zeigen oder so, also nichts, was irgendwie anstößig sein könnte. Mhm. Die Version hatte einen Copyright-Claim, witzigerweise, weil wir halt kurz den Trailer von besagtem Film gezeigt haben. Dann und dementsprechend mit so einem Copyright-Claim will man natürlich das Video nicht veröffentlichen. Haben eine dritte Version hochgeladen, wo wir gesagt haben, okay, YouTube hat es jetzt wirklich auf das Video abgesehen, dann nehmen wir die Stelle auch noch raus. Also spätestens ab dem Zeitpunkt waren überhaupt gar keine Hakenkreuze mehr im Video. Überhaupt gar kein, auch nur ansatzweise bedenkliches Material. Wir haben dann die meisten Visuals mit Icons gelöst und totalen Abstraktionen. Genau. Und haben dann den Titel auch nochmal, haben nochmal versucht, das quasi der gute Nazi zu nennen. Diese dritte Version wurde auch gelöscht. Und in der vierten Version, die dann der deutsche lebende Buddha wieder hieß, wurde es wieder gelöscht nach 40 Minuten. Also spätestens in dieser vierten Version, wo natürlich auch der Titel absolut unbedenklich hätte sein müssen dann, und komplett ohne Hakenkreuze, ohne irgendwelche NSDAP-Logos oder Abzeichen wurde das Video trotzdem nach 40 Minuten einfach entfernt. Also genau, und dazu muss man halt auf jeden Fall noch sagen, dass halt am Donnerstag gingen halt zwei Versionen online. Die eine ging halt um 19 Uhr online und die andere dann um 21 Uhr oder so. Und genau, danach haben wir natürlich noch einen Community-Post gemacht und halt unsere Community informiert, dass unsere Videos halt konstant irgendwie blockiert werden und gesagt, dass wir am nächsten Tag wieder ein Video machen werden. Dann am Freitag haben wir dann wieder um 19 Uhr versucht, das Video oder um 18 Uhr versucht, das Video zu veröffentlichen. Es wird halt wieder nach genau 50 Minuten oder knapp 15 Minuten gesperrt und dann nochmal mit der deutsche lebende Buddha mit einem anderen Thumbnail, mit einem anderen Titel. Alle Szenen komplett zensiert, also da war nichts mehr mit Copyright, da waren keine Hakenkreuze mehr zu sehen und es wurde halt wieder einfach nach 50 Minuten blockiert und ich meine, da gab es insgesamt dann 4 oder 5 Notifications, die einfach unseren Abonnenten da angezeigt wurden und das ist natürlich auch nichts Schönes, wenn Leute, die Glocke irgendwie angemacht haben, dann konstant irgendwie belästigt werden und regelmäßig irgendwie eine Notification für ein Video bekommen, das gar nicht mehr online ist. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich habe das ja auch selber mit sportlichem Ehrgeiz verfolgt, was da bei euch passiert ist. Da gab es ja doch einiges an Uploads. Habt ihr irgendeine E-Mail oder so von YouTube gekriegt, wo irgendwas hervorgeht, was da irgendwie ein Grund sein könnte? Oder gar nicht? Ja, also wir haben direkt am Freitag dann, nach dem vierten gescheiterten Versuch, haben wir uns dann entschieden, okay, jetzt reichen wir einfach mal Beschwerde ein, also jetzt reicht's halt. Und die haben seitdem aber nichts zurückbekommen. Also man kann da ja so ein Formular ausfüllen, wenn der Content als quasi gesperrt markiert wird, kann man sich beschweren. Das haben wir gemacht, aber überhaupt nichts zurückbekommen. Also da ist jetzt nach knapp einer Woche noch also gar nichts. Keine Reaktion von YouTube. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr das seht? Gibt es irgendwas, was ihr YouTube noch mitteilen wollt? Ja, also wir müssen halt ganz ehrlich sagen, dass es schon richtig, richtig bitter ist. Also es ist schon frustrierend, wenn wahrscheinlich an irgendeinem Zeitpunkt wird wahrscheinlich ein Mitarbeiter drüber geschaut haben und erstmal die falsche Entscheidung getroffen haben, dass das Video
Hassrede ist oder rassistisch oder irgendwas, was es dann rechtfertigt, das so einzuschränken. Das ist ja schon mal eine Fehlentscheidung. Also das Hakenkreuz, generell alles, ist ja ein geschichtlicher Kontext. Das ist ja in Deutschland absolut erlaubt, dann da das Hakenkreuz zu zeigen. Also ist ja gesetzlich so geregelt. Und das ist natürlich das Erste, was schon mal bitter ist. Also da wurde hinter den Kulissen wahrscheinlich eine Fehlentscheidung getroffen. Aber was dann noch viel trauriger ist, ist, dass der Algorithmus dann einfach nicht in der Lage ist, eventuell Kopien von dem Video nicht zu erkennen. Also dass da immer wieder gesperrt wird, auch nachdem quasi schon, wir haben ja schon gebuckelt. So, wir haben ja schon akzeptiert, okay, wir müssen jetzt hier alles wegschneiden und alles, ja, alles umschnippeln. Und trotzdem können wir es nicht hochladen, können es niemandem zeigen, so, das ist natürlich bitter, also ja, vor allem bei so einer Geschichte. Ganz genau, das ist halt unsere Vermutung, dass sie halt, das wahrscheinlich beim ersten oder zweiten Mal wurde wirklich manuell rübergeguckt und das Video geflaggt und dann diese Neu-Uploads wurden wahrscheinlich dann einfach vom Algorithmus irgendwie erkannt und dann sagen die vielleicht so, ja, 90% der Visuals und des Contents ist immer noch der gleiche, deshalb flaggen wir das einfach nochmal. Also es ist jetzt natürlich auch nur eine grobe Vermutung, bis jetzt haben wir noch kein Statement bekommen, aber das könnte natürlich sein. Aber es wäre natürlich auch noch umso bitterer, dass man, sogar wenn man hinterher eine zensierte Version ohne jeglichen Copyright, potenziellen Copyright-Claim und ohne jegliche Flagge, ohne irgendwelche Symbolik, wenn man das dann nochmal hochladet, lädt, dass man dann wieder dafür gestrikt wird, ist natürlich sehr, sehr schlecht, vor allem wenn man wirklich versucht hat, es mehrmals zu verbessern. Ja, ich glaube, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu hoffen, dass YouTube da vielleicht nochmal ihre Entscheidung überdenkt und vielleicht, dass das Video dann wieder online kommt. Das ist, glaube ich, jetzt das Einzige. Ich bedanke mich für das Gespräch bei euch. Dankeschön. Ja, auch vielen Dank. Und wir verfolgen das.